Ich wollte immer Schriftsteller werden. Ich hatte nie irgendwelche anderen Ideen. Es war immer so, dass mich das von Anfang an, seit ich lesen kann, war das so, dass ich das selber machen wollte, dass ich selber Geschichten erzählen wollte. Und ich habe das dann nie auch nur ansatzweise in Zweifel gezogen oder habe nie irgendwie gedacht, ich will was anderes machen. Also diese ganzen Klassiker wie Lokführer, Polizist, selbst im frühesten Kindesalter war das für mich irgendwie uninteressant, weil ich immer dachte, ich will die Welt spiegeln durch Sprache und das wäre in all diesen anderen Berufen nicht möglich gewesen. Ja, ich war mit 6 zum ersten Mal in der Oper und habe Madame Butterfly gesehen. Meine Eltern haben mich wochenlang darauf vorbereitet, dass da jemand stirbt und dass es eine tragische Geschichte ist. Ich war aber schwer beeindruckt. Also daran kann ich mich sogar noch erinnern, obwohl das so lange her ist. Fern nicht, aber ich bin schlimmer, wirklich ein schlimmer Serienjunkie. Also so, wenn mich dann so eine Serie erwischt, wie zum Beispiel vor kurzem war es True Detective, dann bleibe ich einfach sitzen, wenn ich jetzt keinen wichtigen Termin habe oder keine Arbeitsverpflichtung, bis mir die Augen zufallen. Naja, heute haben wir mit der Autoren-Nationalmannschaft hier verloren. Von daher ja. Ich hoffe für meinen Verein und eben auch Fußball. Ich glaube, dass sich das gar nicht ausschließt. Also ich finde, oder ich selbst finde eigentlich die oft Menschen sehr lustig, die was Melancholisches oder Trauriges haben. Das ist das bewundere ich oft bei Leuten, weil es dann meistens einen Humor hervorruft, den ich sehr mag. Ich selbst, also da ist so die, glaube ich, die Frage zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Ich selbst denke immer, ich bin eigentlich eher ein lustiger Mensch und gut drauf, aber ich höre sehr, sehr oft von Leuten aus meinem Umfeld, warum bist du immer so schlecht drauf und sei doch nicht so traurig oder so. Aber ich selbst empfinde das eigentlich gar nicht so sehr so. Ich glaube, ich mag am allerliebsten so eine Mischung aus einerseits einer ganz starken Konzentration, also die finde ich beim Schreiben und beim Lesen, wo ich wirklich so abtauche und auch ganz stark meine Energien bündeln kann und dann bin ich auch wie so weg und es hat aber was ganz Strenges. Und dann muss ich danach immer wieder so das Loslassen, dieses gebündelte, konzentrierte Loslassen. Und deswegen, ich wahnsinnig gerne aus oder ich bin dann wahnsinnig gern am Meer oder einfach so, wo diese Konzentration sich wieder so entspannen kann. Ich brauche immer diesen Wechsel. Also das, so das Schreiben und das Ausgehen in dem Wechsel, das finde ich natürlich schon eine sehr schöne Beschäftigung. Ja, schon sehr. Also gibt schon so gewisse Sachen. Vor allem im Theater kriegt man das halt irgendwie antrainiert auch, dass man so gewisse Rituale lieber nicht versäumt, bevor man auf die Bühne geht. Also man muss vielleicht dazu sagen, so als Regieassistent bin ich oft selber auf der Bühne gestanden und da hat man so dann so eigene Rituale entwickelt, damit der Abend gut wird. Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, Sicherheit hat für mich was mit, also hat was Beängstigendes. Ich mag es irgendwie so an Grenzen zu gehen. Ich mag es gerade Sicherheiten in Frage zu stellen. Ich mag es immer wieder aufzubrechen. Also so, es ist im Grunde im Text so und es ist auch im Leben so, dass ich gerne, sobald sich so eine Routine einstellt, die eine Sicherheit vermittelt, dass ich da wieder rausgehen will. Und beim Text ist es auch so, sobald ich eine Sicherheit habe, wo der Text hingeht oder wie die Figuren funktionieren, dass ich versuche, das wieder aufzubrechen und mich selber wieder in so einen Schwebezustand zu bringen, in so eine Unsicherheit hineinzugehen, in so nicht zu wissen, was kommt oder nicht zu wissen, was ich da mache. Und ja, letztendlich ist es irgendwie immer wieder die Herausforderung, diese sicheren Räume zu verlassen. Aber vielleicht habe ich auch eine grundsätzliche Sicherheit in mir selber,
Weil ich glaube, für jemanden, der mit so einer Unsicherheit aufgewachsen ist, ist das was anderes. Aber ich habe, glaube ich, so eine Grundsicherheit in mir. Und deswegen brauche ich dieses Rausgehen. Ja, ich komme aus einer katholischen Familie, aus einem katholischen Background. Und Scham war wie so ein, ohne dass das jetzt irgendwie bewusst gefördert wurde, aber es war einfach wie ein Subtext, so wie so eine Baseline in all den Dingen, die man tut. Und ich gehe ironisch damit um, aber Scham ist ein völlig, genauso wie das Gefühl von Schuld, ein völlig selbstverständlicher Bestandteil meines Lebens, den ich inzwischen aber als fast guten Begleiter akzeptiert habe. Mangelnder Mut in Situationen. Also ich glaube, wenn man mutig ist oder wenn man versucht, das zu tun, was man will, dann kann man sich nichts vorwerfen, dann gibt es nichts zu bereuen. Es gibt keine Garantie, darauf glücklich zu sein, dass etwas klappt. Aber wenn man etwas nicht versucht oder nicht mutig genug war, das schmerzt einen Jahre später noch. Und an diese Momente denke ich jetzt. Absolut. Also diese Freiheit, tun und machen zu können, was ich will und schreiben zu können. Und das ist schon ein echtes Privileg. Also auch mir von niemandem sagen zu lassen, was ich zu tun habe und das vollkommen frei zu gestalten. Das ist natürlich auch schwierig, weil man dann wirklich alles aus sich selbst heraus machen muss oder herausschöpfen muss. Aber das ist jeden Tag wieder eine neue Herausforderung, die im besten Fall einfach unheimlich gewinnbringend ist. Überhaupt nicht. Ich habe ein ziemlich unemotionales Verhältnis zu Geld. Das führt dann dazu, dass mich die Bankberater manchmal anrufen und mich fragen, ob ich den Überblick verloren hätte, was ich eine völlig indiskrete, völlig unzumutbare Frage finde. Was geht die denn das an? Also sparsam bin ich überhaupt nicht. Ich bin eher verschwenderisch oder total sprunghaft mit Geld. Ja, das bringt mich auch manchmal in Bredouillen, aber na, bisher habe ich es immer noch irgendwie hingekriegt. Ich glaube, ich würde vergessen, dass ich viel Geld hätte. Also ich würde erst anfangen, es auszugeben. Ich würde Klamotten kaufen. Ich würde wahrscheinlich mir ein Haus kaufen, ein Grundstück kaufen. Nein, ich würde mir ein Grundstück kaufen mit mehreren Häusern. Ein Haus ist ein Schreibhaus und das andere ist das Lebenshaus und das dritte ist das Party- und Gästehaus. Und das müsste irgendwie am Wasser sein. Und dann, wenn ich das hätte, würde ich wahrscheinlich langsam vergessen, dass ich viel Geld hätte. Ja, nee, lustigerweise nachts tatsächlich nicht. Ich habe immer das Gefühl, wenn andere Menschen mir von ihren Träumen erzählen, ich bin aufgewacht und habe das und das geträumt, dann habe ich immer das Gefühl, ich kann da nicht mithalten, weil ich meistens aufwache und mich nicht an Träume erinnern kann. Es sei denn, sie sind sehr, sehr intensiv. Oder beziehungsweise andersrum, wenn ich mich an einen Traum erinnern kann, dann sind es meistens sehr besondere Träume. Deswegen ist es ja vielleicht auch ganz schön, weil ich träume nur besondere Sachen. Die anderen Sachen, die kann ich mich nicht erinnern. Und vielleicht aber so das, was man so unter Tagträumen versteht, das mache ich schon ganz gern. Ne? Also ich sitze gern mal so rum und lasse die Gedanken schweifen. Das sind ja dann irgendwie so Traumgebilde. Kann ich nicht sagen. Es ist eher so, ich mache mir manchmal Sorgen, dass ich zu wenig träume. Also ich würde viel lieber, viel öfter träumen, weil wenn die Träume kommen, es sind solche visuellen, also wirklich so Fluten. Und ich habe den Eindruck, irgendwas stimmt da mit den, weiß ich nicht, oder vielleicht kann ich mich nur nicht erinnern, aber ich erinnere mich so, würde ich sagen, einmal in 2 Monaten an einen Traum. Und das nervt mich total. Ich träume sehr, sehr viel und ich hatte in der Kindheit 2 Träume, die immer wieder gekommen sind und der eine war, die waren beide ganz schrecklich
Und der eine war, dass ich im Bett liege und so Buchstaben auf mich zukommen und die einen waren ganz, ganz, ganz dünn und die anderen waren ganz dick und die haben mich so bedrängt. Und das klingt jetzt natürlich irgendwie nach einem furchtbaren Klischee, wenn man dann später schreibt, dass man von Buchstaben verfolgt wird. Aber das war wirklich als Kind ein ganz schrecklicher Traum. Und der zweite immer wiederkehrende Traum, den habe ich jetzt gerade in meinem neuen Roman verarbeitet und der war auch ziemlich schräg. Und zwar hat meine Mutter früher so ein kleines Döschen mit Süßstoff drin und aus diesem Süßstoffdöschen kam immer so eine dünne Stimme und die sagte immer, erlöse mich, erlöse mich. Und dann habe ich, ich wusste nicht, woher diese Stimme kommt und irgendwann habe ich gesehen, dass sie eben in der Handtasche meiner Mutter in dieser Süßstoffdose, diese Stimme rauskam und ich musste diese ganzen Saccharin, hieß es früher, musste diese ganzen Süßstoffdinger aufessen und das war ganz, ganz schrecklich. Das war ein immer wiederkehrender Albtraum. Und ich kann mich auch in Träume einschalten. Also ich kann zum Beispiel als Jugendliche habe ich ganz oft geträumt, dass ich verfolgt werde und auf Wolkenkratzer gestiegen bin und dann wusste ich ja, ich kann da runterspringen, weil ich weiß ja, das habe ich schon ganz oft gemacht, und ich werde wieder aufwachen und ihr denkt alle, ich kann das nicht, aber ich weiß ja, wie das geht. Und dann habe ich noch einen wiederkehrenden Traum, den muss ich jetzt auch noch erzählen, weil das nämlich ein schöner war. Und zwar gab es in unserem Haus, in dem ich aufgewachsen bin, gab es ein Treppenhaus und da gab es einen Raum, den es nicht gibt, aber den gab es immer wieder, aber vielleicht nur so einmal im Jahr, mit einem riesigen Kostümspeicher. Und immer, wenn ich den wiedergefunden habe, dachte ich, ach, da bist du, Raum, wieso zeigst du dich so selten? Aber der war so ein Weihnachtstraum, der kam einmal im Jahr. Also auch schon mindestens ein besserer Moment. Ich schlafe meistens gut, seit ich ein Kind habe, schlafe ich ein bisschen weniger gut, was in der Natur der Sache liegt, weil es eben nachts aufwacht. Ich habe früher einen sehr seltsamen Schlafrhythmus gehabt. Das war von zwischen 4 und 5 am Morgen bis 11, 12 mittags. Seit ich ein Kind habe, gehe ich um 1, 2 ins Bett und stehe dann um 7 auf, mache aber noch eine Siesta mittags. Ich möchte mit 120 erschlagen werden. Ich schlage definitiv lieber. Also Lesen ist für mich, natürlich gibt es glückliche Lesemomente und Bücher, die einen dann unglaublich begeistern, aber ich muss mich doch immer sehr hineinarbeiten und mich auch oft zwingen, jetzt mal dieses Buch anzufangen und zu lesen. Und ich liebe Schreiben. Von daher kommt das Lesen nicht dran. Das Schreiben macht Spaß, wenn ich schreibe. Wenn ich schreibe, dann ist das toll. Aber dieser Punkt, da erstmal hinzukommen, das ist schwierig, weil ich sehr viel überlege vorher und weil ich dann auch immer darüber nachdenke, wie fange ich jetzt eigentlich an, was ist der erste Satz, was will ich erzählen, und das kostet unheimlich viel Kraft. Aber wenn ich das erstmal überwunden habe, dann ist es super. Also Spaß wäre ein bisschen untertrieben. Ich schreibe, weil ich nicht anders kann und ich schreibe, weil ich in einen Rausch geraten will und in diesem Rausch aus mir herauskommen will. Also ich möchte die Erfahrung haben, jemand anders zu sein oder jenseits von mir zu sein oder außerhalb meines alltäglichen Daseins zu geraten und deswegen schreibe ich überhaupt und deswegen muss ich auch schreiben und da ist Spaß irgendwie zu simpel. Also es ist eher ein Bedürfnis und es ist eine Sehnsucht, eben in diesen Rausch zu kommen. Ja, meistens eigentlich schon. Oder wobei, ich würde vielleicht nicht sagen, dass das Schreiben als Schreibakt oder Schreibvorgang jetzt was ist, was mir besonders viel Spaß macht. Aber ich freue mich eigentlich immer, wenn ich weiß, ich kann jetzt wieder schreiben und ich kann irgendwie raus aus dem Leben und in ein anderes oder in eine andere Welt.
Welt eintauchen, dann habe ich immer meistens eine Freude im Vorhinein, wenn ich weiß, ich kann das jetzt wieder tun. Und das Schreiben selbst, das ist eigentlich so eine Mischung, so wie im Leben auch. Manchmal hat man bessere Tage, manchmal schlechtere, und im Schreiben selbst ist das eigentlich genauso. Es gibt wunderschöne Momente und es gibt Momente, die einen dann vielleicht irgendwie belasten, sei es jetzt, weil man nicht so gut vorankommt oder auch vielleicht durch die Themen, mit denen man sich auseinandersetzt. Ja, auch wenn es irgendwie anstrengend ist oft, auch wenn es oft auch wehtut oder so, aber es ist sonst ein guter Schmerz. Wenn. Ja, also ich bin ja gerade 6 Wochen, bevor ich meinen neuen Roman abgeben muss. In der Phase ist es so ein bisschen... Also ich würde sagen, am Anfang macht es überhaupt keinen Spaß, wenn man so einen Roman anfängt, macht es überhaupt keinen Spaß, weil ich nicht zu den Schriftstellerinnen gehöre, die sich so ein Konzept machen und dann diese Pinnwände haben mit dem Skelett der Dramaturgie ihres Romans und diesen ganzen gelben Zetteln, und dann füllen die das nur noch ein. Das will ich im nächsten Leben werden. Das ist in diesem mir nicht gelungen, sondern ich bin im Blindflug, und es ist am Anfang extrem verunsichernd, weil ich überhaupt nicht weiß, ob das überhaupt was wird. Und ich muss mich sozusagen an die ersten Bilder, die mir kommen, muss ich mich irgendwie halten. Und dann erscheint eine Figur, und der traut man am Anfang natürlich nicht, auch zu Recht, weil die am Anfang natürlich ganz blass ist. Und so geht es weiter. Und dann, wenn diese Konstellation so ein bisschen Gestalt angenommen hat, dann macht es unglaublichen Spaß. Das ist dann so, ja, so die Hälfte der Zeit. Und am Schluss wird es dann wieder schrecklich, weil... ich ja auch jetzt, also in 6 Wochen muss ich abgeben, ich weiß immer noch nicht, wie es endet. Und das ist natürlich wirklich auch sehr verunsichernd. Aber im Großen und Ganzen macht mir das Schreiben Spaß. Ich habe so ein Zimmer in unserer Wohnung, wo ich hochgehen muss. Und dann denke ich mir eigentlich jeden Tag, dass, ja, wenn ich da hochgehe, denke ich, könnte mir nichts vorstellen, was ich jetzt lieber tun würde. Aber im Moment, naja... Zu 90% ja, und zu 10% finde ich es das Schrecklichste, was man tun kann. Dann eben, wenn du den Eindruck hast, es klappt irgendwie nicht, es geht nicht weiter. Aber das sind die selteneren Momente.